Wir haben auf diesem Kanal hier schon häufiger über schreckliche Strahlenkatastrophen geredet. Sei es nun Fukushima, die Atombombenabwürfe über Japan oder auch zum Beispiel mehrfach über Tschernobyl. Und immer gab es eine große Gefahr, und zwar, dass bei diesen unterschiedlichsten Dingen hohe Mengen an Strahlung freigesetzt wurden. Die Sache ist, heute wollen wir einmal über einen ganz besonderen und schrecklichen Vorfall sprechen. Und zwar reden wir heute nicht über die schlimmste Nuklearkatastrophe, bei der irgendein Reaktor nur explodiert ist, sondern wir sprechen heute über einen ganz besonderen Menschen. Und zwar den radioaktivsten Menschen, den es jemals gegeben hat. Und diese Person ist niemand anderes als Hisashi Uchi. Und damit wir eben wissen, wie dieser recht normale Mann zu dem radioaktivsten Menschen der Welt werden konnte und was dies für ihn bedeutete, müssen wir einmal in das Jahr 1999 zurückreisen, genauer gesagt zum 30. September 1999 in den Ort Tokaimura. Tokaimura ist ein Ort, der ungefähr 130 Kilometer von Tokio entfernt liegt, und in diesem recht besinnlichen Ort gibt es eine Fabrik. Eine Fabrik, die eben Kernkraftstoff herstellt, bei denen Salpetersäure mit Uran angereichert wird, um einen Kraftstoff zu erschaffen, der dann weiter verwendet werden kann. Alles relativ normal, und an sich war dieser Ort auch gut gesichert gewesen. An einem Tag, diesem 30. September 1999, kam es dann allerdings zu einem schrecklichen Zwischenfall. Zu viel angereichertes Uran wurde eben in dem Behälter, wo die Substanzen gemischt wurden, mit der Salpetersäure vermischt, und dabei kam es zu einer kleinen Explosion. Die Menge an angereichertem Uran war aus irgendeinem Grund deutlich zu hoch gewesen, und drei Mitarbeiter, die dort gewesen sind, unter anderem eben auch Hisashi, standen um eben diesen Mixer herum, als auf einmal ein unfassbar greller blauer Lichtblitz auftauchte. Dieser grelle blaue Lichtblitz war ein eindeutiges Zeichen, dass es hierbei eben zu einer schrecklichen Explosion gekommen ist, dass Ionen freigesetzt wurden von eben diesem Kern, von diesem Mixer, und dies bedeutete automatisch für alle Beteiligten, dass gerade etwas Lebensgefährliches passiert wurde. Sofort sah man eben auch die Erzeugnisse bzw. die Folgen von diesem schrecklichen Zwischenfall. Denn kurz danach wurde ein Notfall bzw. ein Alarm ausgelöst, und Hisashi fiel auf den Boden und fing direkt an, sich zu erbrechen. Er merkte sofort, dass irgendetwas in seinem Körper nicht richtig war, dass irgendetwas nicht stimmte. Sofort kam ein Krankenwagen an und nahm ihn mit ins Krankenhaus. Und dort misste man dann als erstes seinen Strahlenwert, wie viel Strahlung von ihm ausging, wie viel Strahlung er abgekriegt hatte, und die Anzahl war zwischen 10 und 20.000 Millisievert gewesen. Man spricht ungefähr davon, dass er um die 17.000 Millisievert gehabt haben soll, die in seinem Körper steckten. Einmal zum Vergleich, weil wahrscheinlich nicht viele was mit Millisievert anfangen können. Millisievert ist letztendlich der Faktor, womit eben die Ionenbelastung gemessen wird, die in dem Körper steckt. Eben die Strahlungsbelastung, die von diesem Körper ausging, und auch die Schäden, die damit zusammenhingen. Und der Grenzwert bei diesen Mischverhältnissen, der Grenzwert, der dabei eigentlich nur erreicht werden durfte, waren 50 Millisievert. Bedenkt, er allein hat 10 bis 20.000 Millisievert abgekriegt. Tödlich für einen Menschen wären bereits 7.000 Millisievert. Die meisten würden schon bei 6.000 oder 5.000 Millisievert sterben. Alles darüber würde hundertprozentig tödlich enden. Die Sache war, als Hisashi dann im Krankenhaus ankam, bemerkten sie natürlich sofort, dass mit ihm etwas nicht stimmte. Denn in dem Moment, wo er im Krankenhaus ankam, hatte er bereits seine komplette Haut verloren. Durch die Strahlenbelastung in seinem Körper, die Zersetzung, die durch die Strahlen ausgelöst wurde, löste sich die Haut und Fleisch vom Körper ab. Er kam dort an und sah bereits grausam aus. Man konnte erst noch mit ihm reden, doch bemerkte dann, dass sein Zustand immer und immer schlimmer wurde. Was dann begann, war eine 83 Tage lange Tortur. 83 Tage kämpfte man um das Überleben von Hisashi. Hisashi wurde versucht, krampfhaft am Leben zu halten. Doch dies war nicht einfach, denn natürlich, er verlor immer weiter an Haut und an weiterem Fleisch, und man versuchte es eben mit Hautproben auszugleichen, dass man irgendwie die verwundeten Stellen wieder neu anbindet an neue Haut, doch auch diese Haut fiel nach kürzester Zeit wieder ab.
Dann musste er die ganze Zeit mit Flüssigkeiten vollgepumpt werden, denn er verlor täglich Flüssigkeiten, die einfach so aus seinem Körper hinauszogen. Damit meine ich jetzt nicht nur Blut, sondern auch Wundwasser, andere Körperflüssigkeiten, die allesamt rauszogen. Und wir reden hier von 20 Liter, die Hisashi am Tag verloren haben soll, die dann auch nachträglich wieder in ihn reingepumpt werden mussten. Zudem kam es dann dazu, dass er auch irgendwann aus seinen Augäpfeln blutete. Ein grausamer Vorfall, den seine Ehefrau mit ansah, woraufhin die Ehefrau schrie, dass ihr Mann Blut weinen würde. Dies waren grausame Vorfälle, die zeitgleich von vielen Medien verfolgt wurden. Damals wurden immer wieder Bilder von Hisashi abgedruckt, wie sein Körper nach und nach immer und immer weiter verfällt. Ich hoffe, ihr könnt verstehen, dass ich euch diese Bilder hier nicht zeigen möchte, weil dies sind wirklich schreckliche Bilder. Man sieht auf diesen Fotos das Gesicht von Hisashi, wie es mit der Zeit immer und immer entstellter wird, wie die Haare ausfallen, wie immer und immer mehr Haut von seinem Gesicht abblättert, wie er immer weniger aussieht wie ein Mensch. Tag für Tag, der vergeht, wurden die Folgen katastrophaler und schrecklicher. Das Ganze ging dann sogar so weit, dass er nach einigen Tagen, die er da schon krampfhaft versucht wurde am Leben zu halten, in ein künstliches Koma versetzt werden musste, weil die Schmerzen, die er hatte, so stark gewesen waren, dass man sie keinem Menschen zumuten konnte. Sie mussten ihn in ein Koma versetzen, weil die Qualen, die er erlebt hat, stärker waren, als ein Mensch sie aushalten könnte. So stark, dass keine Medikamente dagegen ankommen würden. Nach 83 Tagen, wo sie alles gaben, wo sie alles versuchten, um ihn am Leben zu halten, ging es irgendwann nicht mehr. Nach all diesen langen Tagen verstarb Hisashi an Organversagen. Seine Organe zersetzten sich im Laufe der Zeit immer und immer weiter und es war ein Kampf gegen Windmühlen, den die Ärzte nicht gewinnen konnten. Sie konnten nicht so schnell mit Stammzellen und Hautproben und anderen Dingen gegen anarbeiten, um den Verfall seines Körpers durch die Strahlung zu stoppen. Er war der radioaktivste Mann, den es überhaupt gab. Seine radioaktive Zersetzung war nicht mehr zu stoppen gewesen. Und so verstarb er an Organversagen, nachdem er bereits ein paar Tage zuvor hirntot war und nur künstlich noch am Leben gehalten wurde. Es gab für ihn keine Rettung. Ich habe vorhin ja schon gesagt, dass es noch zwei andere Leute gab, die mit Hisashi eben an diesem Ort gewesen sind. Auch sie wurden von diesem blauen Strahlenblitz getroffen und auch sie hatten hohe Werte von Strahlung abgekriegt. Einer seiner Kollegen hatte Werte zwischen 6.000 bis 7.000 Millisievert abgekriegt. Dies bedeutete, dass eben er auch über dieser tödlichen Grenze gelandet ist wahrscheinlich und auch er starb nach einigen Monaten Behandlung später an eben dieser Strahlenverletzung. Sein anderer Kollege hingegen hat knapp 4000 Millisievert Strahlung abbekommen und konnte es tatsächlich schaffen, eben diese Strahlung zu überleben. Nach einer langen Behandlung wurde er dann letztendlich entlassen und konnte wieder einem recht normalen Leben nachgehen. Für Hisashi jedoch, den radioaktivsten Menschen der Welt, kam jede Hilfe zu spät. In dem Moment, wo dieser schreckliche Unfall passiert war, in dem Moment, wo dieser Unfall, wofür er nichts konnte, eingetreten war, gab es für ihn bereits keine Rettung. Dieser Vorfall von Hisashi ging in die Geschichte ein, als der viertschrecklichste Nuklearunfall, den es jemals gegeben hat, hinter Tschernobyl, hinter Fukushima. Es war einer der grausamsten Vorfälle, die jemals eintraten. Und man konnte einmal mehr mit ansehen, was für schreckliche Folgen Strahlung und eben eine Strahlenvergiftung auf den menschlichen Körper hat, wenn man sie aus nächster Nähe abkriegt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.